Aber wenn wir ganz genau zurückschauen, dann ist der Kampf um die Eheöffnung und die Straffreiheit von Homosexualität doch viel älter. Karl-Heinrich Ulrich hat 1865 die Straffreiheit für homosexuelle Handlungen gefordert und die Öffnung der Ehe. Es hat 130 Jahre gedauert, die Paragraph 165 abzuschaffen und 153 Jahre, um die Ehe zu öffnen. Wir haben es geschafft. Karl Heinrich, das ist wirklich! Und wie eigentlich, wem wir das zu verdanken haben, wer uns das ermöglicht hat, das waren wir alle gemeinsam. Es waren die lesbischen Pärchen, die die Nachbarschaft zum Kaffee eingeladen hat. Es waren die schwulen Männer, die Händchen halten über die Straße gegangen sind. Es waren die Regenbogenfamilien, die mit ihren Kindern im Park gespielt haben. Trotz Anfeindung, trotz Getratsche und trotz der Gewalt. Wir feiern hier jetzt heute den 39. CSD Berlin. 39 Jahre. Haltet euch das mal vor Augen. Das bedeutet, eine ganze Generation von Menschen ist mit CSDs groß geworden. Eine ganze Generation von Menschen wurde durch HIV und AIDS auf grausame Weise verdeutlicht, wie zerbrechlich und wertvoll Leben ist. Eine Generation von Menschen ist damit groß geworden, dass LGBTIQ sichtbar sind, hörbar sind und nach verdienter Gleichberechtigung verlangen. Dass wir heute die Eheöffnung feiern können, verdanken wir in erster Linie den jahrzehntelangen weltweiten Kämpfen um Anerkennung all derjenigen, die sich nicht länger angreifen lassen wollten, die sich nicht schämen wollten und die sich nicht mehr verstecken wollten. Wir verdanken die Öffnung der Ehe all denjenigen, die durch Infektion und Tod dazu gezwungen waren, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Parteien haben ihren Anteil daran, ganz klar. Und sie haben den Wandel schließlich in Gesetze gegossen. Aber der Wandel, der kam von der Straße, der kam von uns, der kam vom Wir. Und das macht mir Mut. Und das sollte uns allen Mut machen, finde ich. Denn wenn man etwas an der Öffnung der Ehe wirklich sehen kann, dann ist es, dass demokratischer, gesellschaftlicher Wandel möglich ist. Es ist Demokratie. Das dauert lange und ist auch verdammt anstrengend. Aber wir sollten begreifen, dass wir alle, die wir hier heute auf der Straße sind, wir haben Macht. Und diese Macht sollten wir nutzen, um Dinge zum Besseren zu ändern. Seid ihr dabei, Berlin?